Und jetzt das Heute-Journal. Live aus Jena mit Dunja Hayali. Thüringen, Sachsen, Brandenburg, drei Landtagswahlen stehen an. Und manche sprechen daher schon von Schicksalswahlen für ganz Deutschland. Es gibt also gute Gründe, genauer hinzuschauen. Und das geht am besten, wenn man vor Ort ist. Den Auftakt machen wir heute aus der Uni- und Industriestadt Jena nach Erfurt, der zweitgrößten in Thüringen. Und damit einen schönen guten Abend, vor allen Dingen dem Publikum, was hier zur Universität nach Jena gekommen ist. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Aber natürlich auch Ihnen zu Hause. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu diesem besonderen Heute-Journal. Hier liege Panikpotenzial in der Luft, heißt es. Der Osten drifte ab. Die Demokratie stehe vor ihrer schwersten Prüfung seit der Wiedervereinigung. Alles Dinge, die man in den letzten Tagen und Wochen hören und lesen konnte. Klar ist, in Thüringen kann es zu politischen Verhältnissen kommen, für die es in der Tat kein Lehrbuch gibt. AfD und BSW kommen hier in Umfragen gemeinsam auf fast 50% und könnten jetzt sogar noch mal zulegen. Denn 5 Tage vor der Landtagswahl hier ist auch 4 Tage nach Solingen. Das Attentat in Nordrhein-Westfalen hat landesweite Auswirkungen. Dazu gleich auch ein Gespräch mit dem Bundeskanzler, der hier heute Wahlkampf gemacht hat. Zuvor aber Melanie Haag und Daniela Sonntag über das sogenannte Labor Thüringen. Nieder mit der Nazi-Pest auf Ost! Auf West! Nieder mit der Nazi-Pest auf Ost! Auf West! Die AfD ist eine Partei, die hier in Thüringen ungefähr 1/3 der Wähler vertritt. Wenn man 1/3 der Wähler außen vor hält, dann ist das keine Demokratie mehr. Ich kenne selber viele Leute, die jetzt gerade politisch überlegen, gehe ich weg, bleibe ich hier? Ich empfinde viele Leute als frustriert und aufgeheizt. Die Thüringer Fronten und mitten in dieser polarisierten Stimmung trifft nun auch noch der Anschlag von Solingen den Nerv um das Topthema Migration. Das spürt hier heute auch der Kanzler. Wahlkampf in Jena. Und als erstes spricht er über Rückführung und Terror. Wir werden mit aller Kraft das tun, was notwendig ist, um solche islamistischen Terroristen zu bekämpfen. Auf den letzten Wahlkampfmetern rückt die Bundespolitik in den Fokus. Nach einem Treffen mit Scholz fordert Friedrich Merz, grundsätzlich wieder nach Syrien und Afghanistan abzuschieben und schärfere Grenzkontrollen. Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land. Es brodelt auf allen Ebenen vor der Wahl in Thüringen. 2,1 Millionen Einwohner, mehr Land als Stadt. Ein Wahlvolk zerrissen, vorwärts gegen rückwärts. Laut Politbarometer könnte die rechtsextreme AfD unter Björn Höcke hier zum ersten Mal stärkste Kraft werden. Mit 30% deutlich vor CDU und BSW. Die Berliner Ampelparteien müssen um den Wiedereinzug in den Erfurter Landtag bangen. Und Bodo Ramelow um seinen Posten. Das Beste, was wir in Thüringen zu bieten haben. Seit 5 Jahren kämpft sich der linke Ministerpräsident mit einer Minderheitsregierung durch. Das Rudolstädter Vogelschießen, 300 Jahre Tradition. Einer der wenigen schwungvollen Momente dieser Amtszeit. Ich kann meinem Bundesland nicht empfehlen, in die nächste Legislatur mit einer Minderheitsregierung zu gehen. Dazu stehen zu viele Entscheidungen an. Und wir können uns keinen öffentlichen Streit unter Demokraten erlauben. Dabei braucht Thüringen Perspektiven. Heute leben hier 500.000 weniger Menschen als nach der Wende. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bundesweites Schlusslicht. Doch gleichzeitig gibt es die Leuchttürme, wie hier an der Technischen Uni Ilmenau, wo sie bei Patenten zur bundesweiten Spitze gehören und internationale Studenten anziehen. Thüringen ist ein großartiger Ort und kostengünstig für Studenten. Aber was, wenn Thüringen andere Signale sendet? Unsere Interessenten aus dem Ausland, für die wäre das natürlich weniger attraktiv. Es würde uns also schwer fallen, auch Leute zu gewinnen. Wir haben das gleiche Problem aber auch bei Deutschen. Ist die Frage, kann ich mit meiner Familie hierher ziehen? Ist das hier sicher? Thüringen vor dem 1. September. Im Netz immer unversöhnlicher, im Land kaum Kompromisse. Und für Berlin eine Landtagswahl, vor der viele Parteien zittern. Und damit einen schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend.
Sie haben gesagt, hier auch bei der Wahlkampfveranstaltung, Sie werden alles tun, um Terrorismus zu bekämpfen, auch irreguläre Migration. Dazu haben Sie sich heute auch mit dem CDU-Chef Merz getroffen. Gab es da einen Punkt, wo Sie jetzt direkt sagen können, ja, da gehen wir mit als SPD, als Regierung? Zunächst mal ist es eine gute Sache, wenn bei einer so wichtigen Frage die Opposition bereit ist, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was ich auch aus dem Gespräch mitgenommen habe. Wir haben ja in der letzten Zeit sehr viel gemacht, auch mit den 16 Ländern einvernehmlich zusammen. Viele Maßnahmen beschlossen, die jetzt helfen. Und wo wir aber sehen, es geht auch noch darum, die Dinge praktisch umzusetzen. Und es geht natürlich darum, dass wir die irreguläre Migration reduzieren. Da sind Erfolge, aber sie reichen nicht. Wir müssen weitermachen. Wir dürfen die Hände nicht in den Schoß legen. Und deshalb freue ich mich darüber, dass diese Bereitschaft besteht. Die Frage haben Sie jetzt nicht genau beantwortet, was Sie mit Merz besprochen haben und ob es da einen Punkt gäbe, wo Sie sagen, da gehen wir auch als SPD oder Sie als Kanzler mit. Ich mache es mal konkreter. Der tatverdächtige Syrer, der hätte eigentlich abgeschoben werden müssen, und zwar in ein EU-Land nach Bulgarien. Das hat nicht funktioniert. Jetzt sagt die SPD-Vorsitzende Esken, aus Solingen kann man eigentlich gar nichts lernen. Ernsthaft? Es ist so, dass wir natürlich aus all dem, was wir miteinander diskutieren, Schlüsse ziehen müssen und was wir erleben, auch Schlüsse ziehen müssen. Man darf niemals sagen, wir haben alles für immer getan. Und deshalb ist es so bitter, dass wir sehr viele Entscheidungen getroffen haben, wie zum Beispiel, dass man bei Unterkünften auch in andere Zimmer gehen kann. Hoch umstritten, habe ich durchgesetzt mit den Ländern zusammen. Wir haben gesagt, dass das Ausreisegewahrsam verlängert wird auf 28 Tage. Und es hätte also die Möglichkeit gegeben, hier zu bewerkstelligen, dass man längere Zeit gehabt hätte, um die Abschiebung nach Bulgarien auch zu bewirken. Also ein trauriger Einzelfall? Nein, es ist so, dass wir bei den Abschiebezahlen zwar besser geworden sind, aber noch lange nicht gut. Und deshalb braucht es hier die enge Kooperation zwischen der Bundesregierung und den Ländern, aber auch zwischen Regierung und Opposition. Ich finde, es gibt doch große Klarheit. Deutschland weiß, die eigene Zukunft kann es nur gewährleisten, wenn wir viele Leute, Männer und Frauen haben, die anpacken. Das hat uns in den letzten Jahren geholfen. Nur hat das eine nichts gleichzeitig mit dem anderen zu tun. Gleichzeitig, es hat nichts miteinander zu tun. Gleichzeitig müssen wir die irreguläre Migration weiter reduzieren. Und da müssen alle sich unterhaken und jede Zusammenarbeit ist willkommen. Aber Herr Bundeskanzler, wenn schon Abschiebungen nicht nach Bulgarien klappen, wie wollen Sie denn dann, und das hatten Sie im Juni nach Mannheim angekündigt, wie wollen Sie denn dann in ein Taliban-Land, Afghanistan oder nach Syrien abschieben? Wir wollen das und wir arbeiten auch hart dran. Ich hoffe, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir jetzt nicht alle Details unserer sehr umfassenden Arbeit in diesem Thema öffentlich machen, weil es ja gelingen soll. Aber das heißt, das kann ich passieren. Ihnen versichern. Wir sind sehr intensiv daran, genau das zu bewerkstelligen. Sie sprechen mit den Taliban? Wir sorgen dafür, dass es die Möglichkeiten gibt, Rückführung durchzuführen nach Afghanistan. Und wir wollen das auch nach Syrien schaffen. Schwere Straftäter haben ihr Schutzrecht hier verwirkt und haben auch keinen Anlass, hier bleiben zu wollen. Es ist so, Sie haben das tatsächlich im letzten Herbst ja angekündigt, im großen Stile abschieben zu wollen. Und die Zahlen sind auch um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach oben gegangen. Und dennoch, die Menschen nach den Vergewaltigungen, nach den Messerstechereien oder jetzt aber auch nach Solingen, den platzt halt der Kragen und auch die Geduld. Mir platzt der Kragen auch. Ich bin auch übrigens zornig über so einen Terroristen, Attentäter wie den wir jetzt in Solingen gefasst haben. Der hat das friedliche Miteinander, das Zusammenleben in Deutschland bedroht. Menschen, die auf einem Platz gefeiert haben, angegriffen. Und der das nicht können mehr hätte und dürfen hier sein wir dürfen. Uns nicht gefallen lassen. Und wenn wir dann feststellen, dass er nicht hier hätte sein bleiben dürfen, nicht hätte bleiben dürfen, dann müssen wir auch alle unsere Mittel nutzen, um das zu verhindern und das zu ändern. Und dann gehört die konkrete Analyse, was ist da falsch gelaufen, weil es ja möglich gewesen wäre dazu, aber auch die durchaus offene Debatte, gibt es weitere Möglichkeiten, um weiter voranzukommen. Und ich wiederhole, was ich gesagt habe, das war nicht mal so eben gesagt, sondern die Ankündigung mühseliger, langer Arbeit. Ich will, dass die Zahl der Rückführungen steigt. Das wer hier viele. Nicht bleiben kann, muss auch gehen. Das wollen viele. Die Wege dahin sind vielfältig. Jetzt gibt es wieder nach Solingen so eine Art Überbietungswettbewerb von Dingen, die man alle machen könnte. Dabei kann man schon auch sagen, wir haben eigentlich ausreichend Gesetze, die müssten dann halt einfach auch mal um- und angewandt werden. Jetzt sagt Friedrich Merz, er möchte gerne Syrer und Afghanen direkt an der Grenze abweisen. Gehen Sie damit? Individualrecht, AD? Für uns ist bei den Diskussionen, zu denen wir bereit sind, wie ich ausdrücklich und sehr gerne sage,
klar, dass wir die internationalen Verträge nicht brechen werden, die Deutschland unterzeichnet hat, dass wir uns an das Recht der Europäischen Union halten und natürlich an unsere Verfassung, an das Grundgesetz. Und dann geht es eben darum, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die dann für uns gemeinsam sichtbar sind. Also dann geht das schon mal nicht. Wir haben zum Beispiel, anders als viele, viele, viele Jahre vorher, entschieden, dass wir langfristig Grenzkontrollen durchführen. Die haben sich auch als sehr effizient erwiesen. Und ich werde diese Grenzkontrollen so lange wie möglich fortführen. Da sagt Ihre Innenministerin mal etwas anderes und dann wieder was anderes. Also die Grenzkontrollen bleiben? Wir wollen die Grenzkontrollen so lange wie möglich fortführen. Das ist auch die Meinung der Innenministerin. Wir müssen das immer im Rahmen des europäischen Rechts machen. Aber da kann ich Ihnen versichern, das wird uns schon gelingen. Geschlossene Frage. Individualrecht auf Asyl bleibt aber. Die Prüfungen werden durchgeführt. Sie schicken Syrer und Afghanen an der Grenze nicht zurück. Das Individualrecht auf Asyl bleibt erhalten. Gut. Und das steht in unserem Grundgesetz. Und das wird niemand mit meiner Unterstützung in Frage stellen. Es kommt ja gerade für diejenigen, die Schutz in diesem Land brauchen, darauf an, dass wir sie auch schützen vor denjenigen, die dieses Recht missbrauchen. Und deshalb gehört die Reduzierung der irregulären Zuwanderung nach Deutschland, die Rückführung derjenigen, die nicht bleiben können, zum Schutz des Asylrechts dazu. Eine Idee zum Schutz ist auch, dass jetzt Messer, die über 6 cm Klingenlänge haben, verboten werden sollen. Glauben Sie, dass sich irgendein Attentäter von einer Klingenlänge abhalten lässt? Nein, wer hat das gesagt? Es ist trotzdem richtig, dass wir das Waffenrecht verschärfen und anpacken, weil es da auch Missbrauch gibt. Aber die Illusion zu erwecken, dass es dann keine so furchtbaren Taten mehr gäbe, weil wir eine solche Regelung haben, das wäre fahrlässig. Trotzdem muss man dafür sorgen, dass wir das strikte Waffenrecht haben, das wir brauchen. Auch da sind Sie schon länger dran. Es ist noch nicht passiert. Ich bin heute durch Jena gelaufen, habe mich hier viel mit auch Menschen unterhalten. Und da haben nicht wenige das Gefühl, dass sie die Kontrolle verlieren. Friedrich Merz hat das heute auch so in so eine ähnliche Richtung gesagt. Ihnen entgleitet das Land. Ich zitiere ihn. Die Menschen, so scheint es, haben das Gefühl, sie wollen eine harte, eine starke Hand, auch einen starken Staat. Müssten Sie vielleicht raus aus Ihrer zögerlichen Haut? Ich bin gar nicht zögerlich. Deshalb haben wir ja viele Gesetze durchgesetzt gegen sehr viel Widerstand, die uns zum Beispiel genau in der Frage, über die wir beide heute diskutieren, mehr Möglichkeiten verschafft haben. Der von Ihnen eben berichtete Rückgang der Zahl der irregulären Migranten ist das Ergebnis von Handeln. Aber das Gefühl der Menschen scheint ein anderes zu sein. Die gestiegenen Abschiebungen sind auch das Ergebnis von Handeln und Gesetzen. Und weil das aber natürlich nicht mit einmal getan ist, sondern man kontinuierlich dranbleiben muss und die Zahlen auch weiter verbessern muss, ist das der Weg, der dann auch das Vertrauen schafft. Man kann nicht mit Sprüchen das machen. Man muss es mit Taten tun. Und an denen arbeiten wir Tag und Nacht. Mit vielen Gesetzen, die vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren nicht möglich gewesen wären. Sie wissen selber, Herr Bundeskanzler, Fakten sind das eine und Gefühle sind natürlich das andere. Jetzt ist Ihre Partei, Sie sind hier zum Wahlkampf in Jena, in Thüringen. Die SPD, die könnte hier zum ersten Mal aus einem bundesdeutschen Parlament rausfliegen. Warum vertrauen die Menschen hier mehrheitlich einer Partei, die sogar vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde, mehr als Ihnen, mehr als der SPD? Dass die Umfrageergebnisse für die SPD hier in diesem Land uns nicht gefallen können, das ist wahr. Gleichzeitig wissen ziemlich viele hier, dass es nur eine stabile Regierung in Sachsen geben kann, wenn die SPD erfolgreich dabei ist. Naja, und deshalb, 50% AfD plus BSW fast. Ich will dazu was sagen, aber ich will einmal auch das loswerden. Die SPD regiert in Mecklenburg und in Brandenburg und stellt dort jeweils die Regierungschefin und den Regierungschef. Es sind 3 anderen Ländern in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen dabei. Und bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen geht es jetzt darum, dass das auch so bleibt, was für eine gute Zukunft dieser Länder wichtig ist, für Stabilität und auch für Gerechtigkeit in diesen Ländern. Und natürlich kann niemand sagen, und ich sage es in keinem Fall, dass die Wahlergebnisse für die AfD zum Beispiel nicht bedrückend sind. Sie sind es. Deshalb, weil einige richtig finden, was sie fordern. Und deshalb natürlich, weil sich dahinter auch bei manchem anderen vermutlich auch Sorge um die Zukunft angesichts all der Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, verbindet. Und deshalb braucht man als Gegengift gegen diejenigen, die immer in die Vergangenheit gucken, die immer die Menschen gegeneinander aufbringen wollen,
wie die Parteien des Rassemblements. Parteien, die sich dafür einsetzen, dass es eine gute Zukunft geben kann und dass das morgen besser wird als das heute. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für Ihre Zeit und schönen alles Dank. Gute. Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Kriminalität, Migration, Asyl, Krieg, Frieden, Bildung, das sind die Themen, die die Menschen hier umtreiben und eventuell auch in die Arme der AfD und des BSW getrieben haben. Der vor 4 Jahren gefundene Stabilitätspakt, den die Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen mit der oppositionellen CDU eingegangen ist, hat in den Augen vieler hier augenscheinlich halt nicht zur Stabilität geführt, sondern zu Frust und Unzufriedenheit, auch bei Robby Hüllner. Ein Unternehmer, der wie viele Thüringer gerne im Freistaat lebt, mit seinem eigenen Leben auch zufrieden ist, aber nicht unbedingt mit dem Drumherum. Ein Mann, der Klartext redet. Ich fahre und... Ja, so machen wir es so. So wird es am besten werden. Dann wären wir heute fertig. Unterwegs mit Robby Hüllner, 56 Jahre alt, Unternehmer. Seine Branche, Containerdienst. Sein Thema, der Schrott der Gesellschaft. Ist ja nicht alles Schrott. Klar ist nicht alles Schrott, dann bräuchte ich jetzt nicht mehr hier draußen rumfahren. Dann könnte ich mich genauso mit zum Fenster rauslehnen wie alle anderen Sozialhilfeempfänger. Alle Sozialhilfeempfänger. Also es gibt ja schon welche, die haben auch, die brauchen das auch wirklich. Klar brauchen die das wirklich. Also müssen wir ein bisschen differenzieren. Das ist mir schon klar, dass die das brauchen. Das wird es in jedem System geben. Und wir können froh sein, dass wir so ein Sozialsystem haben. Aber wir in den Glauben an die Zukunft und dass doch irgendwie das mal wieder etwas für uns interessant wird und es sich auch wieder lohnenswert wird, die ganze Woche draußen rumzuziehen und Geschäfte zu erledigen und weiterhin selbstständig zu sein. Wenn wir diesen Glauben nicht hätten, dann wären wir ja die ewigen Meckerer. Aber ich denke eigentlich nicht, dass ich der ewige Meckerer bin. Ich bin vielleicht nur einer, der dann sagt, hör zu, in der Demokratie steht mir zu, einfach mal darüber zu reden, was mir nicht passt. Robby ist kein Meckerer, er ist ein Macher. Im Job, der Nachbarschaft, dem Verein. Er will dafür sorgen, dass es wieder besser wird im Land. Findet, man sollte etwas tun. Alle sollten etwas tun. Und dann aber lieber entscheiden, wenn es mal schief läuft. Ich bin der Meinung, wenn eine dieser Altparteien mal ganz klar sagen würde, ey, wir haben da einen Fehler gemacht. Wir machen es jetzt anders. Wir haben einfach Scheiße gebaut. Von mir wird das auch verlangt, wenn das Finanzamt dasteht oder die Bundespolizei mich auf der Autobahn kontrolliert. Ich muss meine Fehler eingestehen. Ich kann nicht sagen, das waren die Blauen von da drüben. Nee, die waren das nicht, das war ich selber. Die sollen schon mal in Berlin hinsetzen, sollen mal sagen, ey, wir haben hier Scheiße gebaut. Mit Namen und Adresse, wir haben hier Scheiße gebaut. Aber wir sind in der Lage, es besser zu machen. Wir können nicht nur auf die anderen schimpfen, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch. Also munter putzen, weitermachen. Dessen. Wir fahren vorbei an Wahlplakaten. Die Stadt ist voll davon. Viele Parteien, viele Versprechen. Robby Hüllner glaubt ihnen allen nicht. Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viel angehört, gerade in Bezug auf die Wahl jetzt hier in Thüringen. Es haben alle viel erzählt und nichts gesagt. In Geras Sorgenvierteln liegt der Müll rum. Es leben hier fast nur Migranten. Das Problem mit dem Müll müsse benannt werden, sagt Robby, und dass die Migranten arbeiten sollen. Die wollen doch gar nicht. Erzählt mir, was ihr wollt, die wollen doch gar nicht. Manche würden ja vielleicht arbeiten wollen und nicht hier irgendwie rumhängen und dann auf dumme Gedanken kommen, aber die dürfen halt nicht. Ja, das ist ja. Der staatliche Zugang zur Arbeit müsste eigentlich erleichtert werden. Es gibt, ich denke mal, von allen Nationalitäten wird es Menschen geben, die gerne ihr Geld selber verdienen wollen. Die meisten. Die meisten. Aber es wird ja in diesem Staat vielen ermöglicht, es nicht zu tun und vielleicht dadurch sogar noch mehr zu haben. Ja. Der Gerd trägt alles zusammen. Am Ende zeigt Robby Hüllner uns noch seine Halle voller alter Erinnerungen aus der DDR. Diesen Staat will er übrigens nicht zurückhaben. Aber die guten Dinge, die sollen bewahrt werden. Man hat ja schon das Gefühl, das ist so ein bisschen, als würde man durch ihre alte Heimat laufen, so ein bisschen geschichtsträchtig und so. Aber was ist eigentlich Heimat? Also bin ich sehr heimatverbunden. Und Heimat ist also für mich schon da, wo ich geboren bin, da, wo ich aufgewachsen wurde, wo ich miterlebt habe, wie Generationen vor mir was geschaffen haben, was mich natürlich auch ein bisschen zwingt, sage ich mal, in diesen selben Schuh reinzuspringen und auch zu versuchen, weiterhin hier ein lebenswertes Umfeld um mich herum zu schaffen. Unser Hof, meine Vorfahren wohnen dort nachweislich seit 1622. Ich kann doch nicht einfach alles sausen lassen, weil irgendwo das Umfeld nicht stimmt. Wir müssen einfach an dem Umfeld arbeiten, dass das wieder wird. Wir sind doch eigentlich die, auf die es angepasst werden muss und nicht die paar in diesem regierenden Glaskasten.
die müssen sich doch eigentlich an diese Millionen richten, die das Geld erwirtschaften, was sie breittreten können. Und in meinen Augen sehr viel falsch breittreten. Und das muss wieder gerade gebogen werden. Wieder gerade biegen. Das Land, das Leben. Robby fährt weiter auf seiner Tour in der Hoffnung, dass es besser wird. Ja, Hoffnung, Hoffnung ist das eine. Anpacken und damit etwas verändern, das andere. Und damit steht Robby Hoellner ja nicht allein. In Thüringen engagieren sich viele, auch übrigens viele Unternehmen, wie zum Beispiel Jen Optik, ein großer Arbeitgeber hier im Freistaat. Er steht für Vielfalt und er braucht Fachkräfte. Daher werben Mitarbeitende des Unternehmens in einer Kampagne für Offenheit und Toleranz. Die Angst, dass der Standort Thüringen an Attraktivität verliert, wenn das Land weiter an die extremen Ränder des politischen Spektrums rückt, treibt auch den Chef des Unternehmens um. Er ist in Jena geboren und jetzt bei mir hier. Stefan Träger, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Heiderli. Herr Träger, Jen Optik ist börsennotiert, macht einen Milliardenumsatz und arbeitet auch profitabel. Wovor haben Sie Angst? Also was könnte ein Wahlerfolg der AfD Ihnen anhaben? Schauen Sie, die Jen Optik und viele andere Unternehmen hier in Thüringen, wir sind super erfolgreich. Wir sind mit super innovativen Produkten im Weltmarkt unterwegs und wir müssen uns dem Weltmarkt stellen. Dafür stehen wir ein. Wir haben Produkte, die sozusagen die Digitalisierung ermöglicht. Ohne Produkte aus Thüringen könnten wir den Krebs nicht so gut bekämpfen. Es gibt viele, viele Beispiele. Und dafür brauchen wir weiterhin ein vielfältiges, weltoffenes Land. Und dafür wollen wir einstehen. Und die AfD spricht gegen all das? Also unsere Kampagne richtet sich zunächst mal nicht gegen oder für eine gewisse Partei. Aber es ist schon so, dass diese Werte, von denen ich eben gesprochen habe, mir jedenfalls bei der AfD nicht so sonderlich ins Auge fallen. Ihre Kampagne heißt Hashtag bleib offen, auch um Menschen zusammenzubringen. Kann es aber nicht vielleicht auch passieren, dass Sie damit vielleicht Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen vor den Kopf schlagen, weil die sagen, das passt uns eigentlich nicht so recht. Wie gehen Sie damit um? Ja, natürlich ist ein Unternehmen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ist ganz klar. Das ist bei uns nicht anders wie in jedem anderen Unternehmen. Das heißt aber auch, dass die übergroße Mehrheit unserer Mitarbeiter mit Begriffen wie Remigration nicht sonderlich viel anfangen können. Wir reden miteinander. Ich versuche auch mit Kritikern ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass Ausgrenzung am Ende nur Märtyrertum produziert. Das kann uns nicht helfen. Und jemand, der Ihre Kampagne und Kampagnen, die in eine ähnliche Richtung gehen, absolut ablehnt, ist Björn Höcke. Der hat sich am Samstag auf einer Bühne geäußert. Hören wir mal ganz kurz rein. Diese Kampagne, Made in Germany, Made by Vielfalt, ist pure Heuchelei. Und ich hoffe, dass diese Unternehmen schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Herr Träger, Björn Höcke wünscht Ihnen also, ich wiederhole es nochmal, schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Und wenn es um Politik geht, das hat er später auch noch gesagt, sollen Sie die Klappe halten. Naja, ich habe ja gehört, dass Herr Höcke am Wochenende gesagt hat, dass er zukünftig keine Kettensäge der Firma Stihl mehr kaufen will. Jetzt kenne ich die Bilanz der Firma Stihl nicht, aber ich denke mal, das wird ihn nicht sonderlich umtreiben. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es schon mich ein bisschen erschreckt, nein, ganz schön erschreckt, wenn der Spitzenkandidat einer Partei hier in Thüringen davon redet, dann den Familienunternehmen, dem wirklich einem wichtigen Standbein der deutschen Wirtschaft, alles Schlechte sozusagen zu wünschen. Sie haben es ja eben gerade eingespielt. Wie gesagt, dann erschreckt mich das und es lässt mich auch an der Wirtschaftskompetenz zweifeln. Und glauben Sie, dass aber sowas dann dennoch verfängt? Also im Grunde, wenn er sich wünscht, dass die Wirtschaft Schaden nimmt, heißt das auch, dass er die Arbeitsplätze quasi damit ja ausradieren will? Ja, nochmal zu den Themen, was die Tagespolitik sagt, glaube ich, kann ich relativ nicht sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, was wir im Land brauchen, ist weiterhin Offenheit, Vielfalt. Wir brauchen für Wachstum, für wirtschaftliches Wachstum Investitionen in die Zukunft. Für Zukunftsinvestitionen braucht es Mut, Zuversicht und Planungssicherheit. Und gerade das Letztere hilft sicherlich Extremismus und Populismus uns allen nicht weiter. Und braucht es vielleicht auch mehr Sichtbarkeit? Sie sind echt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so eine Art seltene Sumpfblüte. Weil es gibt nicht wahnsinnig viele Menschen aus dem Osten, die Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft innehaben. Insgesamt sogar nur 4%. Ist das, was die Menschen hier vielleicht auch umtreibt, dieses Gefühl, wir sind die ewigen, irgendwie, wir stehen immer hinten dran, Bürger zweiter Klasse und Ähnliches. Das hört man ja immer wieder.
Ja, ich glaube, dass Partizipation in der Demokratie wichtig ist. Und wenn ein großer Teil einer Gesellschaft sich, ob nun tatsächlich oder auch nur gefühlt, abgehängt oder ausgegrenzt fühlt, dann ist das ein Problem. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist. Ja, ich glaube, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Warum gibt es denn doch relativ wenig Ostdeutsche in Führungspositionen? Es ist nicht ganz so einfach, die Stimmung und auch Verstimmung hier zu greifen. Ich finde, Robby Hühner hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Der trägt einfach das Herz auf der Zunge, spricht auch die Probleme an, ist aber auch lösungsorientiert und packt auch mit an. Was glauben Sie denn, was es braucht, dass man die Menschen wieder zusammenbringt? Mhm. Also ich denke schon, nach der Wiedervereinigung ist nicht alles richtig gelaufen. Ich glaube, da sind viele Fehler gemacht worden. Vielleicht damals auch der Dynamik der Situation geschuldet. Ist jetzt 30 Jahre her. Ist 30 Jahre her, ganz genau. Trotzdem sind wir ganz oft heute noch in Grabenkämpfen. Damit sollten wir vielleicht aufhören. Wir sollten vielleicht anfangen, Brücken zu bauen und uns gegenseitig zuzuhören. Sie haben auf jeden Fall eine Brücke geschlagen mit Ihrer Kampagne. Und Sie haben auch gesagt, Sie bleiben mit Ihrem Unternehmen auf jeden Fall in Jena. Definitiv. Komme, was wolle, ein Mann, ein Wort. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir machen jetzt hier eine ganz kurze und kleine Pause. Jetzt gibt es nämlich erstmal einen kleinen Nachrichtenüberblick und den hat Gundula Gause für Sie aus Mainz. Und wir beginnen mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Dieser kann laut Präsident Selenskyj letztlich nur durch einen Dialog beendet werden. Dafür müsse die Ukraine in einer starken Position sein. Selenskyj erklärte außerdem, die Ukraine habe erfolgreich ihre erste ballistische Rakete getestet. In der vergangenen Nacht war die Ukraine erneut Ziel massiver russischer Luftangriffe. Dabei wurden mindestens 4 Menschen getötet. Zugleich rücken nach jeweils eigenen Angaben russische Soldaten weiter auf die Stadt Pokrowsk in der ukrainischen Region Donetsk vor, während ukrainische Truppen ihren Einmarsch in die russische Oblast Kursk vorantreiben. Das dortige Kernkraftwerk ist im Normalbetrieb. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi inspizierte das AKW und warnte wegen der Kämpfe vor einem nuklearen Zwischenfall. Im Süden des Gazastreifens ist nach 326 Tagen in Gefangenschaft der Hamas ein bei dem Terrorangriff im Oktober entführter Mann befreit worden. Die israelische Armee konnte den 52-Jährigen bei einem schwierigen Einsatz aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation retten. Jetzt sollen noch 108 Menschen in Geiselhaft der Hamas sein. In Moers am Niederrhein ist ein 26-jähriger Deutscher nach einem mutmaßlichen Angriff auf mehrere Passanten durch Polizeischüsse tödlich verletzt worden. Der Mann soll mit 2 Messern in den Händen auch die Polizisten angegriffen haben. Im Einsatzverlauf sei es zu einem Schusswaffengebrauch durch die Beamten gekommen. Die Ermittlungen laufen. Ab heute können alle Wohnungseigentümer und Hausbesitzer die staatliche Förderung für den Austausch alter Gas- und Ölheizungen gegen klimafreundlichere Alternativen beantragen. Neben den bisher Berechtigten dürfen nun auch Vermieter von Einfamilienhäusern sowie Unternehmen und Kommunen Anträge stellen. Die Förderung durch die zuständige Bank KfW beträgt zwischen 30% und 70%, abhängig von Einkommen, Geschwindigkeit und konkreter Umsetzung des Heizungstauschs. Kurz vor den Landtagswahlen hier in Thüringen wird quasi jeder Stein umgedreht. Statistiken werden herangezogen für diese oder jene These. Alles wird hinterfragt und kritisch begutachtet. Und so weit, so gut und auch so richtig. Nur entsteht dabei oft der Eindruck, dass einfach alles schiefläuft, dass gar nichts funktioniert, weil schon auch wir Medien oftmals nur über das Negative, das Gescheiterte berichten. Es gibt allerdings etliche Beispiele, die auch für das Gelungene, den Fortschritt, den Neuanfang und im wahrsten Sinne auch für den Zusammenhalt stehen, wie die vor 20 Jahren abgebrannte und mit viel Geduld wieder aufgebaute Anna-Amalia-Bibliothek. Daniela Sonntag aus Weimar. Das ist cool. Das ist cool, flüstern sie. Der Sound des Staunens raunt durch den Rokokosaal der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Einer der schönsten Büchertempel der Welt, der vor 20 Jahren fast verloren schien. 50.000 verbrannte Bücher, unersetzbar.
Eine Katastrophe kann man nicht schönreden. Das ist schlimm und das ist auch die Erfahrung von 2004. Aber diese Katastrophe hat dazu geführt, dass sie im Grunde sichtbar gemacht hat, was eine Bibliothek ausmacht und was eine Bibliothek trägt. September 2004. Marode Elektrokabel entzünden den Dachstuhl nur Tage, bevor endlich saniert werden sollte. Die Bücher brennen, aber die Weimarer geben sie nicht auf. Kein Sondermüll, sondern Aschebücher rettenswert. Tausende Menschen spenden und es beginnt die größte Bibliotheks- und Buchsanierung Deutschlands. Die Restauratoren entwickeln ganz neue Methoden. Halbautomatische Massensanierung verbrannter Bücher. Wir sind schon für den deutschsprachigen Raum einzigartig. Das kann man so sagen. In der Menge, wie wir sozusagen Blätter bearbeiten, gibt es keine vergleichbare Werkstatt. Blatt für Blatt 1,1 Millionen bisher und weitere Millionen Seiten warten noch auf neue Ideen, wie dieses Nanopapier zum Sprühen. Mittlerweile sind die Weimarer weltweit gefragte Experten. Der Brand lässt Kulturen und Nationen enger zusammenrücken. Wenn es irgendwo brennt, wie beispielsweise in Paris oder in Kopenhagen oder auch in Russland, haben wir häufig Anfragen, auch Gäste aus der Ukraine hier zu Besuch, die natürlich sehr, sehr glücklich sind, dass es so ein Verfahren gibt, um ihr Kulturgut zu retten. Der Wert der Bücher, die Lutherbibel, Welterbe, noch aus den Weimarer Flammen gerettet. Und Juwelen in der Asche, Kopernikus, Atlas der Sterne 1543. Millionen auf dem Buchmarkt, unschätzbar für die Geschichte. Der Brand hat gezeigt, wie wichtig analoge Kulturspeicher sind, auch in einer digitalen Welt. Es ist halt einfach schöner, wenn man ein Buch in der Hand hat und das nicht einfach so online liest. Einfach den Geruch und in der Hand zu haben und doch zu blättern, das finde ich auch wunderschön. Ein Vulkan aus Buchasche im Saal, Kunst und Mahnung. Wie sehr wir diese Orte brauchen, die Liebe bewahren und Liebe entfachen. Zum Lesen, Entdecken und Nachdenken. Dem ehemaligen Chef der Bibliothek, Johann Wolfgang von Goethe, hätte das sicher gefallen. Morgen ist übrigens sein 275. Geburtstag. Das war das heute zu sagen. Danke fürs Kommen und danke, dass wir auch bei Ihnen in dieser tollen Stadt sein durften. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Und dann noch der kurze Hinweis. Am Donnerstag kommt dann das Heute-Journal live aus Görlitz mit Christian Sievers. Und am Sonntag wird dann in Thüringen und in Sachsen gewählt. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Dankeschön. Guten Abend. Das war heute bei uns und auch über weiten Teilen Mitteleuropas ein fast wolkenloser Tag. Die Ausnahme ist der Nebel an der Alpennordseite, der sich wirklich erst Richtung Nachmittag auflöste. Das Ganze, dieses ruhige Sommerwetter, das wir jetzt genießen können, kommt zustande durch diesen großen Hochdruckbrücke hier im Nordosten Europas. Im Zusammenspiel mit dem Island-Tief hier bei Island führt es jetzt sehr milde Luft zu uns. Und das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel in Berlin am Donnerstag Werte von um 34 Grad erwarten. Danach geht es zwar wieder bergab, wir bewegen uns mit um 25 Grad, aber immer noch im sommerlichen Bereich. Und auch die Nächte werden jetzt milder. Das heißt, morgen früh ist es nicht mehr so kalt wie heute früh. 11 Grad erwarten wir im Rothaargebirge, 17 Grad an der Ostsee. Dazu funkeln die Sterne. Nur im Süden bildet sich erneut Nebel in dieser feuchteren Luft, der sich morgen dann aber schneller auflösen wird. Und dann strahlt die Sonne von blauem Himmel bei leichtem Südostwind. Einzelne Quell- und Schleierwolken sind eigentlich kaum erwähnenswert und bringen kaum mal einen Tropfen. So kann die Sonne dann die Luft ordentlich erwärmen. 24 Grad gibt es nur auf den Inseln. Sonst sind 27 bis 33 Grad drinnen mit den höchsten Werten im Thüringer Becken. Am Donnerstag wird es dann, wie gesagt, nochmal im Osten heiß. Im Westen kündigt sich dann schon eine Kaltfront an. Und dann wird das Wochenende unbeständiger mit nur noch 20 Grad im Norden, aber immerhin noch 30 Grad im Süden. Und damit auf Wiedersehen.